wissenschaftlichen Betätigung in ländlichen Räumen berichten wird. Bitte schön, Herr Fallenberger. Sie haben das Wort. Recht vielen Dank. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass die Internetverbindung hier gut funktioniert und hoffe, dass die Internetverbindung auch anhält. Ich habe Ihnen heute einige Folien und einiges Wissen vorbereitet zum Thema nicht landwirtschaftliches Unternehmertum in ländlichen Gebieten. Hier soll es also gehen um Unternehmerinnen und Unternehmer, die im ländlichen Raum etwas unternehmen, um zusätzliches Geld zu verdienen zur Landwirtschaft oder generell außerhalb der Landwirtschaft ihr Geld zu verdienen. Ich darf mich zu Beginn kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Tanneberger. Ich selbst bin gelernter Landwirt, Agraringenieur und Agrarberater, habe viele Jahre als Redakteur gearbeitet in einem internationalen Redaktionsprojekt Novoje Selsko Hajdajstvo. Das ist sein... Moment, muss hier mal... Oh, jetzt sind wir hier total weg. Ja, jetzt haben wir hier einen Anschluss. Ja, jetzt sind wir hier wieder online. Ich hoffe, Sie hören mich. Hören Sie mich? Ist das in Ordnung? Ja, Sie sind gut zu hören. Wir hören Sie die ganze Zeit. Ah, wunderbar. Ja, ich habe in einem internationalen Zeitschriftenprojekt viele Jahre gearbeitet als Redakteur, habe als Agrarberater gearbeitet und habe in der Redaktion Bauernzeitung ein landwirtschaftliches Wochenblatt geleitet in Deutschland. Bin seit 2020 in der Agrarberatung bei der IAGRA Agrarconsulting tätig und hier in verschiedenen nationalen und internationalen Projekten eingebunden. Für den Vortrag heute habe ich Ihnen eine kleine Agenda vorbereitet. Es soll also zunächst gehen um die Frage, wer oder was sind Unternehmer? Darüber müssen wir sozusagen ein wenig gemeinschaftliches Verständnis haben. Zum Zweiten möchte ich Ihnen die Formen des ländlichen Unternehmertums in Deutschland aufzeigen. Und dann wollen wir Chancen und Risiken der nichtlandwirtschaftlichen Gewerbe näher beleuchten. Zum Schluss soll es gehen um Anregungen für die Kommunen in der Ukraine. Ich hoffe sehr, dass ich Ihnen da einige nützliche Hinweise geben kann. Damit zur nächsten Folie, bitte. Damit, genau. Ja, die Frage, wer oder was Unternehmer sind, das hört sich natürlich sehr leicht an und man denkt, das steht in jedem Lehrbuch. Aber wie Sie wissen, in der Praxis ist das immer alles etwas schwieriger als in der Theorie. Wir wollen hier davon ausgehen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer Leute sind, die Anstrengungen unternehmen, um Geld zu verdienen. Ja, Unternehmen, um Geld zu verdienen. Das ist das Ziel von Unternehmern. Nächste Folie, bitte. Was bedeutet Geld verdienen? Geld verdienen bedeutet arbeiten auf legale Art und Weise. Das muss man unterstreichen sozusagen. Es gibt ja auch Leute, die das anders sehen. Bedeutet arbeiten unter Beachtung der jeweiligen Gesetze und Verordnungen. Bedeutet auch arbeiten unter Gewinnerzielungsabsicht. Ja. Und bedeutet wirtschaftliche Tätigkeit. Also ein Rekettier, ja, ist kein Unternehmer in diesem Sinne, sondern ein Verbrecher. Ja, soweit möchte ich das sozusagen abgrenzen. Und nächste Folie bitte. Wenn Sie genauer schauen, ist der Sinn von Unternehmen immer Gewinn zu erzielen. Und wir alle kommen sozusagen so ein bisschen aus der sozialistischen Ökonomie. Die hängt uns ja, zumindest den Älteren unter uns, immer noch so ein wenig in der Geschichte an. Und da muss man also klar sagen, in der marktwirtschaftlichen Ökonomie ist Gewinn erzielen kein moralisches Defizit, meine Damen und Herren.
Gewinn erzielen ist ökonomische Pflicht und insofern moralisch überhaupt nicht verwerflich. Ja? Man kann also lange philosophisch darüber diskutieren, aber Tatsache ist, wirtschaftliche Tatsache ist, dass ohne Gewinn ein Unternehmen auf der Stelle tritt, ja? Nicht vom Fleck wegkommt. Erst durch Gewinn werden Nettoinvestitionen möglich. Und Nettoinvestitionen sind das, was letztendlich für Innovationen, für Entwicklung notwendig ist. Ja? Ansonsten würden Sie ohne Gewinn immer nur die einfache Reproduktion sichern. Und eine erweiterte Reproduktion ist sozusagen nur möglich, wenn Sie einen gewissen Gewinn erzielen. Insofern haben wir eine klare methodische Grundlage. Unternehmer sein heißt Geld verdienen wollen und Gewinn erzielen wollen, und Unternehmer sein ist in keiner Weise moralisch fragwürdig, sondern Unternehmer sein ist das, was uns in dieser Gesellschaft letztendlich auch voranbringt. Nächste Folie bitte. Schauen wir nur ein wenig genauer hin, wie ländliches Unternehmertum in Deutschland funktioniert. Das Einkommen der Landbevölkerung in Deutschland hat vielfältige Quellen. Sie sehen dort oben links natürlich die Landwirtschaft im engeren Sinne, also die Agrarproduktion auf dem Feld, im Stall, ja, mit Pflanzenproduktion, Tierproduktion. Das ist ein großer Einkommensbereich. Der nächste Einkommensbereich ist die Forstwirtschaft. Sehr, sehr viele Agrarbetriebe Deutschlands haben nicht nur Ackerbau und Viehzucht, sondern auch einen waldwirtschaftlichen Teil, einen forstwirtschaftlichen Teil. Ja, sie bewirtschaften also Forstflächen mit ihren Maschinen und erzielen damit einen weiteren Einkommensbeitrag. Einkommen in Deutschlands ländlichen Räumen kommt auch aus der industriellen Produktion, insbesondere in den dicht besiedelten Gebieten Süd- und Westdeutschlands gibt es viele ländliche Gebiete, in denen ländliche Einwohnerinnen und Einwohner aus industrieller Produktion einen erheblichen Teil ihres Einkommens bestreiten. Wir haben also oft die Konstruktion, dass Menschen im Hauptamt in der Industrie tätig sind und dazu einen Nebenerwerbsbetrieb der Landwirtschaft betreiben, ja, nach Feierabend sozusagen. Und insofern gleichzeitig Industriearbeiter und Landwirt sind. Hinzu kommen Einkommensbestandteile aus dem Agrarhandel. Ja, viele versuchen auch, ihre Produkte selbst weiterzuverkaufen in Formen der Direktvermarktung. Hinzu kommen Einkommensbeiträge aus Energieverkauf. Wir haben also viele Landwirtinnen und Landwirte, die gleichzeitig auch Energiewirte sind. Ja, also Energieanlagen betreiben, Biogasanlagen, Photovoltaikanlagen oder auch Windkraftanlagen. Ja, damit also auch Einkommen erzielen. Ein großer Anteil ländlicher Bevölkerung engagiert sich auch im Handwerk. Ja, also Menschen, die dem Klempnerhandwerk oder dem Elektrikerhandwerk angehören, die andere Dienstleistungen durchführen. Das alles sind also Handwerker, die auch im ländlichen Raum tätig sind. Es gibt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in nicht selbstständiger Beschäftigung tätig sind, also die als Angestellte zum Beispiel in großen Agrarunternehmen arbeiten, aber auch im ländlichen Raum wohnen. Ja, die sind zum Beispiel Buchhalter oder die sind Ingenieur oder die sind Verwalter oder Techniker irgendwo in einem größeren Unternehmen, haben aber kein eigenes Gewerbe. Dann gibt es Einkommen aus Kunst und Kultur. Wir haben nicht wenige Künstlerinnen und Künstler, die im ländlichen Raum wohnen und dort ihr Einkommen auch erzielen. Wir haben viele Menschen, die auch aus Dienstleistungen oder aus Gastgewerbe, Hotellerie, ja, ihr Einkommen erzielen, aus der Direktvermarktung
oder aus Vermietung und Verpachtung von Immobilien, also von landwirtschaftlichen Flächen oder auch von Räumen, von Gebäuden, von Anlagen, die ihnen gehören und die daraus dann letztendlich Einkommen erzielen. Und somit sehen Sie eine Vielzahl von Einkommensbestandteilen, an denen die Menschen unterschiedlichen Anteil haben. Und all das sichert einen gewissen Wohlstand. All das sichert eine gewisse Sicherheit. Ja, wenn zum Beispiel in der Landwirtschaft einmal das Einkommen schlecht ist, weil die Ernte niedrig war, dann haben viele ländliche Einwohner noch andere Einkommensbestandteile, die ihnen trotzdem ein gutes Auskommen in einem solchen Jahr noch sichern. Ja, Sie merken also, dass diese Einkommensbestandteile sich gegenseitig auch aufwiegen können. Nächste Folie bitte. Die nächste Folie bitte. Genau. Schauen wir nun einmal genauer hin, wer die Unternehmerinnen und Unternehmer im ländlichen Raum sind. Zum einen sind das natürlich die Gewerbetreibenden. Es sind Gewerbetreibende mit einem hohen Flächenbedarf. Und es sind Menschen, die einen hohen Bedarf an Naturressourcen haben. Also wenn Sie gucken, welche Gewerbe siedeln sich im ländlichen Raum an, dann sind es zum Beispiel Gewerbe, die eben einen hohen Wasserverbrauch haben, weil dieser dort und nicht in der Stadt entsprechend gewährleistet werden kann. Und es sind oft auch Gewerbetreibende, die einen vergleichsweise geringen Arbeitskräftebedarf haben, weil eben im ländlichen Raum nicht so viele Arbeitskräfte vorhanden sind und weil vielleicht auch die Verkehrsanbindung nicht optimal ist. Ja, das bewirkt also eine gewisse Auswahl von Gewerbetreibenden, die sich in ländlichen Gebieten ansiedeln. Zum anderen sind es natürlich Landwirte, die Diversifizierung betreiben. Also Menschen, die schon einen Landwirtschaftsbetrieb vor Ort haben und die dann in Einkommenskombination weitere Gewerbe aufbauen. Nun fragt man sich, warum siedeln sich jetzt Gewerbetreibende im ländlichen Raum an? Warum tun die das? Die tun das vor allen Dingen, weil zunächst mal die Flächen kostengünstig bereitgestellt werden, weil oft auch die Baupreise deutlich günstiger sind als in den urbanen Gebieten und weil die Liefer- und Produktionsketten leichter aufzubauen sind und letztendlich auch, weil Tradition und Verbundenheit zur Region eine Rolle spielen. Wenn Sie also gucken, warum haben wir zum Beispiel verschiedene Landmaschinenfabriken im ländlichen Raum Süddeutschlands oder auch Nordwestdeutschlands, dann sehen Sie, dass dort Unternehmen bestehen, die 5, 6, 7 Generationen Tradition haben und deswegen natürlich dann dort auch ihre Standorte haben, halten und pflegen. Ja, Sie werden sich als Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen natürlich fragen, was haben wir davon, wenn sich Gewerbe hier ansiedelt? Sie haben natürlich zunächst mal davon Steuereinnahmen. Das ist der wesentliche Sinn sozusagen. Sie haben also Steuereinnahmen, die Sie dann für die kommunale Entwicklung nutzen können. Es ist aber auch eine gewisse Daseinsvorsorge mit der Ansiedlung von Unternehmen verbunden, denn Sie haben damit Wirtschaftskraft. Sie haben damit auch Technik im ländlichen Raum und letztendlich haben Sie auch Leben in ihren jeweiligen Kommunen. Auch das ist wichtig, Arbeitsplätze zu haben für junge Menschen, sodass dann dort Familien sich ansiedeln können, einfach, dass die Bevölkerung auch sich reproduziert und letztendlich Leben erhalten bleibt und sich weiterentwickelt. Für diese Zwecke ist es wichtig, nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch das Gewerbe entsprechend zu entwickeln. Nächste Folie bitte. Ganz oft ist es auch so, dass landwirtschaftliche Betriebe als Nebenbereiche Gewerbe aufbauen. Warum tun diese Betriebe das? Das können sowohl landwirtschaftliche Einzelbetriebe sein, als auch Gruppenbetriebe oder ja,
kolchosartige, also Genossenschaften, kolchosartige Betriebe. Warum diversifizieren die da? Zum einen ist es eine oft unzureichende Rentabilität der landwirtschaftlichen Produktion, die dazu zwingt. Das ist in Deutschland häufig der Fall. Wir haben also in vielen Regionen, in denen die Böden nicht so sehr fruchtbar sind, die Situation, dass in 4 oder 5 Jahren 1 oder 2 Ernten auch sehr schlecht sind und dass deswegen die Betriebe Nebenbereiche brauchen, die ihnen das Überleben dann entsprechend sichern. Geringe Erzeugerpreise mit hohen Marktpreisschwankungen, auch das ist also ein Grund, warum man diversifizieren möchte in den Landwirtschaftsbetrieben. Oft sind auch freie Immobilien da, freie Immobilien aus früheren Zeiten, die man jetzt unter neuen Bedingungen nicht so gut nutzen kann. Lagergebäude zum Beispiel, Lagerräume werden also häufig umgenutzt, auch Stallanlagen, die einer neuen Nutzung zugeführt werden. Auch die Beschäftigung von Familienmitgliedern spielt eine Rolle. Sie kennen das aus den Familienbetrieben. Dann ist eben die nächste Generation herangewachsen und die Eltern sind aber noch jung und möchten noch den Betrieb nicht abgeben. Dann wird also mehr Arbeitsvolumen im Unternehmen gebraucht und dann ist es attraktiv, sozusagen ein Gewerbe zu entwickeln, wenn zum Beispiel nicht neue Fläche hinzugenommen werden kann. Oft sind es also auch lokale Vorteile wie Windeignungsflächen, ja, dass sie also in ihrem Territorium Windanlagen aufbauen können, weil die natürlichen Bedingungen das ermöglichen. Und damit letztendlich nutzen sie ja Vorteile der Natur, ja, im gewerblichen Sinne. Ja, und es ist oft auch der Unternehmergeist, meine Damen und Herren. Wie gesagt, Unternehmer sein heißt Gewinn erzielen wollen und das ist auch nicht verwerflich, wenn ein Landwirt sozusagen dann auch nach Möglichkeiten sucht, andere Einkommensbereiche zu entwickeln. Das hat auch große Vorteile, denn man kann die Ressourcen des Agrarbetriebes hier sehr gut nutzen, ja, in Kombination. Und es hat auch für die Region einen Vorteil, denn damit werden landwirtschaftliche Unternehmen stabiler und können letztendlich auch Marktschwankungen besser überstehen. Nächste Folie bitte. Nächste Folie bitte. Ja, danke. Ja, schauen wir einmal genauer, wo sich zum Beispiel in Deutschland ländliches Gewerbe ansiedelt. Zum einen ist das also im stadtnahen Umland, ja, da, wo Unternehmen in der Stadt nicht mehr genügend Platz vorfinden und sich dann nach außen verlagern. Sie sehen hier unten dieses große Bild, das ist ein Ausschnitt aus der Landkarte der Stadt Leipzig im Bundesland Sachsen. Dort hat sich also eine, ja, Wohnsiedlung sozusagen entwickelt und daneben hat sich also ein Industriegebiet entwickelt, in dem verschiedene Gewerbe, ja, Sie sehen also Gewerbepark, Fahrzeugbau, Flexsysteme, Markendiscount, sind also verschiedenste Gewerbe dort angesiedelt, die diesen Platz in der Nähe der Stadt nutzen und damit auch die Infrastruktur der Stadt natürlich ganz gut nutzen können. Zum anderen sind es gewachsene Standorte, die also einfach eine gewisse Geschichte haben. Ich habe Ihnen rechts oben das Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern mitgebracht. Der Kono Anhängerbau, das ist eine bei uns sehr bekannte Firma für die Herstellung von landwirtschaftlichen Anhängern. Die sind irgendwann mal dort mitten in der Einöde Mecklenburgs angesiedelt worden und dort ist dieses Unternehmen bis heute zu Hause, mitten im Wald und in den Feldern stehen sozusagen die Werkhallen und dort werden Anhänger für die Landwirtschaft hergestellt. Das sind also Traditionsstandorte, wenn Sie so wollen. Oder es sind wie links in Dedelow, das ist also in Brandenburg in Ostdeutschland, ein Gewerbegebiet in der unmittelbaren Umgebung eines großen Landwirtschaftsbetriebes. Ja, Dedelow ist ein sehr, sehr großer Landwirtschaftsbetrieb von etwa 8000 Hektar mit vielen Gewerbszweigen schon seit über 40 Jahren. Und dort gibt es also entsprechend auch Gewerbegebiete angedockt.
Sie sehen also verschiedene Standortvarianten hier. Nächste Folie bitte. Nächste Folie bitte, danke. Ja, ganz oft sind es Gewerbegebiete, spezielle Gewerbegebiete, in denen sich Unternehmertum im ländlichen Raum ansiedelt. Das sind Gebiete, die in der Regel von den ländlichen Kommunen direkt ausgewiesen werden, deren Grund und Boden zunächst auch in kommunalem Eigentum steht, sodass die Kommune das dann auch über langfristige Pacht oder über Verkauf an die jeweiligen Unternehmer bereitstellen kann. Die Kommunen schaffen in der Regel auch die Infrastruktur für diese jeweiligen Gewerbegebiete und siedeln gezielt Unternehmen an, sodass hier sozusagen neue Wertschöpfung entsteht. Ganz wichtig ist dabei, dass man die Wertschöpfungs- und Logistikketten beachtet. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen des Maschinenbaus ansiedeln möchte, dann muss klar sein, wo die Zulieferstrukturen für dieses Maschinenbauunternehmen sein müssen, beziehungsweise wie der Antransport und der Abtransport der jeweiligen Materialien und Produkte erfolgen soll. Der große Reiz von solchen Gewerbegebieten ist, dass sie in der Regel günstiger sind für die Unternehmen als die urbanen Ballungsräume. Ja, Sie kennen die hohen Preise im Umland der großen Städte. Das kann man im ländlichen Raum günstiger gestalten. Und die Kommune erhält natürlich als Vorteil hier Steuereinnahmen und kann damit auch die Kosten für die Erschließung des Gewerbegebiets entsprechend refinanzieren. Soweit zur Theorie, meine Damen und Herren. Nun schauen wir in die Praxis. Die nächste Folie bitte. Die nächste Folie, danke. Ja, schauen wir uns die Chancen und die Risiken nichtlandwirtschaftlicher Gewerbe ein wenig näher an. Ganz oft wird natürlich gedacht, an Hotel, an Pension, ein Restaurant aufzumachen, ein Gastgewerbe zu betreiben. Gerade für Landwirte ist das interessant, weil es eine sinnvolle Ergänzung zur Agrarproduktion bietet und weil man natürlich auch die Landwirtschaft gut darstellen kann für die Gäste, weil man die Landwirtschaft letztendlich als Wirtschaftszweig hier sehr schön präsentieren kann für die Stadtbürger. Das passt gut in die Arbeitsabläufe der typischen Landwirtschaftsbetriebe hinein. Auch das ist also eine Chance. In Deutschland gibt es für Projekte des ländlichen Gastgewerbes eine hohe Förderung, ja, aus den EU-Landwirtschaftsfonds. Und letztendlich passt so ein Restaurant oder ein Gästehaus gut ins Dorf, bringt natürlich auch eine gewisse Kultur mit, einen Austausch. Ja, man kommt in Kommunikation. All das sind also Chancen, die das Gastgewerbe mit sich bringt. Es gibt aber auch Risiken, meine Damen und Herren. Und die haben insbesondere landwirtschaftliche Unternehmer in meiner Umgebung hier in Ostdeutschland sehr intensiv in den letzten Jahren auch spüren müssen. Das Einkommenspotenzial ist stark saisonal. Und es ist stark lageabhängig. Also viele haben nicht ausreichend geschaut, wo sie bauen und ob die Gäste diese Lokalität dann als wirklich attraktiv ansehen. Und entsprechend gab es viele ausgebaute Gästehäuser, die dann auch leer blieben oder die nicht genug Gäste angezogen haben. Die ständige Bewirtschaftung ist ein nächster Problembereich. Es ist immer wieder Engagement notwendig und es ist immer wieder Werbung notwendig. Auch das haben viele Landwirtinnen und Landwirte bei uns nicht rechtzeitig erkannt. Dann sind die Investitionskosten für den Bau und für die Ausrüstung dieser Gästeeinrichtungen oft unterschätzt worden. Und man hat oft auch nicht das Empfinden entwickelt, wie sich die Konkurrenz
zu den Nachbargewerken entwickelt. Also wer ein Gästehaus baut in unmittelbarer Nähe eines Stalls, der muss damit rechnen, dass Bürger, die aus der Stadt kommen, das eventuell auch nicht so attraktiv finden. Ja, wer auf dem Land lebt, für den ist das normal. Ja, aber es gibt eben empfindliche Menschen, die das dann auch nicht so schön finden. Oder Werkstattlärm, laute Maschinen, all das hat also gestört. Diese Störfaktoren, die sind von vielen Landwirten unterschätzt worden. Sodass ich hier für Ostdeutschland sagen muss, nicht alle Projekte des Gastgewerbes sind wirklich erfolgreich gewesen. Nächste Folie bitte. Nächste Folie bitte. Schauen wir ein wenig in den Bereich der Direktvermarktung. Auch hier gibt es Chancen und Risiken. Die Chancen sind vor allen Dingen im Verkauf der eigenen Produkte zu sehen. Man hat den Verkauf in den eigenen Händen. Ja, was man produziert, verkauft man auch. Das sichert einem Autarkie, das sichert einem Unabhängigkeit von Zwischenhändlern. Man kann auch weitere Produkte hinzunehmen in das Sortiment, kann damit den Umsatz erhöhen. Auch das ist interessant. Man kann die Wertschöpfung der eigenen Produkte erhöhen damit. Und man kann natürlich langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und damit die Absatzsicherheit verbessern. Die Risiken der Direktvermarktung bestehen vor allen Dingen wiederum im Aufwand, den man betreiben muss. Der mit dem Verkauf verbundene Aufwand ist oft unterschätzt worden. Sie brauchen einen Laden, Sie brauchen eine Lieferstruktur, Sie brauchen im Internet entsprechende Aktivitäten, damit Sie an die Kunden überhaupt herankommen. Nächstes Problem, insbesondere solcher schönen kleinen Läden dort, ist, dass die Größe dieser Läden oft nicht ausreicht, um rentabel zu arbeiten. Ja, also wenn Sie so einen kleinen Laden aufwendig aufbauen und dann kommen am Tag nur 5 oder 10 Kunden, dann ist das nicht ausreichend. Oder wenn Sie einen Automaten für den Verkauf von frischer Milch irgendwo hinstellen und Sie verkaufen dann nur 50 Liter am Tag, dann ist das unrentabel unter deutschen Bedingungen. Sie müssen unter unseren Bedingungen wenigstens 200 bis 300 Liter am Tag verkaufen, ansonsten rechnet sich diese ganze Sache nicht. Also Marketing und PR müssen passen. Ja? Und was natürlich auch eine Rolle spielt, Sie haben natürlich höhere Preise in der Direktvermarktung als im Supermarkt. Sie müssen aber an Kundinnen und Kunden herankommen, die diese Preise auch zu zahlen bereit sind. Und genau das ist auch ein oft unterschätztes Problem. Nächste Folie bitte. Zur Technik. Ja, man kann natürlich auch darüber nachdenken, im ländlichen Raum einen Maschinenbau oder auch einen Handel mit Landtechnik aufzubauen. Die Chancen bestehen hier darin, dass es eben ein extrem gut passendes Nebengewerbe für Landwirte ist, dass das Einkommenspotenzial relativ hoch ist, vor allen Dingen, wenn sie dann im Service die verkauften Maschinen auch betreuen. Ja, es ist ja immer so, im Handel ist die Marge nicht ganz so hoch in der Regel der Fälle, aber im Service wird das Geld verdient. Dann haben Sie natürlich eine gute Arbeit auch im Verkauf. Es ist also für viele Leute auch einfach Arbeitsvolumen dann da. Und Sie können, wenn Sie ein Landwirtschaftsunternehmen haben, natürlich auch sich einen privilegierten Zugang zum Technikmarkt sichern. Die Risiken sind leider auch da. Es kann sein, dass die Arbeit dann zu Lasten der Grundproduktion geht. Es kann auch der Aufwand für die Produktvorbereitung und die Werbung unterschätzt werden. Wir haben oft den Fall, dass solche kleineren Maschinenbaubetriebe die notwendigen Mindestumsätze nicht erreicht, um rentabel zu arbeiten, im Vergleich zu einem großen
Kombinat oder zu einem großen Unternehmen. Und es kann natürlich auch passieren, dass Sie eine Marge, die Sie in der Landtechnik vielleicht verdienen, dann nur sozusagen in die andere Tasche tun, in die Primärproduktion der Landwirtschaft und damit im Grunde genommen nur die Rentabilität der Landwirtschaft verbessern, aber insgesamt sich für Ihr Unternehmen nichts zum Positiven wendet. Das sind also Effekte, die man beachten muss bei diesen Entwicklungen. Nächste Folie bitte. Nächste Folie, genau. Die Energiegewinnung. Auch hier ist es so, dass ja also viele Landwirtschaftsbetriebe haben, die sich als Energiewirte betätigen. Und Sie sehen hier vor allen Dingen als Chance gute Einkommensentwicklung durch Biogas, durch Photovoltaik und durch Windkraftanlagen. Es ist auch ein wenig, und das spielt für die Bedingungen in Osteuropa und auch in der Ukraine eine große Rolle, der Traum von der energetischen Autarkie. Wir kennen zum Beispiel die Hühnerkombinate, die Tizefabriki, die sehr danach streben, unabhängig von den Energiekombinaten zu sein, weil die eben immer wieder den Strom abstellen und das Stromabstellen für Tierproduktionsanlagen eben katastrophale Auswirkungen hat. Deswegen ist energetische Autarkie ein großes Ziel, ja, ein lohnendes Ziel. In Westeuropa spielt noch eine Rolle, dass man den Eigenstromverbrauch sehr günstig dann bekommt, wenn man selbst Energieanlagen hat. Ja, man hat das in der Regel günstiger, als wenn man es zukaufen muss. Und es ist natürlich ein großes Entwicklungspotenzial für den ländlichen Raum damit verbunden. Nun kommen wir zu den Risiken, zu den Nachteilen. Zum einen sind es die sehr hohen Investitionskosten. Ja, eine Windanlage hat früher in Deutschland mal grob 1 Million Euro gekostet. Wir sind heute bei Investitionsumfängen von bis zu 2 Millionen Euro. Für eine Windanlage. Das muss natürlich vorfinanziert werden. Da muss Liquidität dafür da sein oder ein großer Bankkredit oder am besten beides. Probleme mit dem jeweiligen Netzanschluss, mit der Dauerbetriebsabsicherung der Energieanlagen sind leider auch an der Tagesordnung. Bei uns sind die Energiekombinate nicht erfreut darüber, dass so viele Menschen im ländlichen Raum Energie erzeugen wollen und behindern zum Teil auch den Anschluss ländlicher Energieanlagen. Zudem ist es so, dass die Besteuerung und die Abgaben in den jeweiligen Plänen oft vergessen werden. Das ist das, was wir als Berater dann feststellen. Und in Deutschland spielt eine Rolle, dass die Akzeptanz der Bevölkerung auch nicht immer gegeben ist. Viele Menschen, die einfach zur Erholung in den ländlichen Raum kommen, die finden die vielen Maisfelder überhaupt nicht gut und die finden auch die Windanlagen nicht gut und die wollen also lieber eine weite Landschaft haben, aber keine Energieanlagen. Das alles führt natürlich zu Konflikten, zu Diskussionen und deswegen muss das mit einer entsprechenden PR auch begleitet werden. Nächste Folie bitte. Ja, schauen wir noch ein wenig auf das Handwerk. Man kann natürlich als im ländlichen Raum auch als Handwerker oder als Dienstleister tätig sein. Die Chance liegt darin, eigene Überkapazitäten bei den Maschinen natürlich gut zu verwerten. Das passt oft also gut auch in den Landwirtschaftsbetrieb hinein, auch wenn Landwirtschaftsbetriebe Überkapazitäten bei der Arbeitsleistung haben, ist das natürlich ganz vorteilhaft, wenn man noch einen Handwerksbetrieb oder eine Dienstleistungsabteilung hat. Ja, oft sind auch die Menschen, die dann die Dienstleistungen durchführen, professionell sehr gut geschult. Und ganz wichtiger Aspekt, Handwerk wirbt auch für Landwirtschaft. Ja. Die handwerklichen tätigen Menschen sind natürlich auch Landwirtinnen und Landwirte und zeigen, wie hier gearbeitet und gewirtschaftet wird. Die Risiken stehen vor allen Dingen
in der Überlastung der vorhandenen Technik und auch der Mitarbeiter. Ja, es kann natürlich auch der Fall eintreten, dass zu viel Leistung im Handwerk abgefragt wird und dann die Arbeit in der Landwirtschaft in Gefahr gerät. Ja, Sie müssen in der Landwirtschaft nach Terminen sozusagen Ihre Arbeit erledigen, und wenn dann ein großer Handwerksauftrag reinkommt, in der Zeit, wo die Passivnaja, also wo die Aussaat läuft, dann ist natürlich da eine Überlastung die Gefahr. Es kann auch sein, dass der Aufwand für die Werbung und die Neukundengewinnung unterschätzt wird oder dass eben auch eine wirtschaftliche Skalengröße nicht erreicht wird. Sie merken, gerade dieser Aspekt der Skalengröße ist immer wieder in allen Bereichen einheitlich da. Hier ist tatsächlich die Gefahr, dass Sie mit einer sehr kleinen Produktion, einem kleinen Gewerbe, dann nicht konkurrieren können mit den Gewerben, die sozusagen professionell und industriell arbeiten und damit letztendlich Geld auch fehlinvestiert wird. Das muss man also immer genau abschätzen. Nächste Folie bitte. Ja, Kunst und Kultur, da wollen wir uns nicht zu lange dran aufhalten, aber es ist auch ein wirtschaftlich wichtiger Bereich. Hier ist also auf dem Foto zu sehen ein Erntefest, was organisiert worden ist von einem Landwirtschaftsbetrieb mit einem alten Dreschkasten. Ja, da kommen viele Leute hin, da wird gefeiert und da gibt es viel zu sehen. Das ist also als Chance sozusagen immer eine Bereicherung des ländlichen Lebens, eine Selbstverwirklichung und auch eine Traditionspflege. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das Verkaufen von Kunstwerken ist heute auch kein Problem mehr dank des Internets. Man kann also genügend Werbung machen und man kann damit letztendlich auch seine Kunstwerke an städtische, potenziell liquide Kunden dann entsprechend verkaufen. Das Problem oder die Risiken sind natürlich, dass Nachbarn gar kein Verständnis dafür haben, was hier die Künstlerinnen und Künstler tun. Auch dass Landwirte nicht genügend einbezogen sind und dann unter Umständen eben solche Projekte auch in Gefahr bringen. Und dass natürlich die Investitionskosten für die Ateliers, für die Künstlerräume auch relativ hoch sind und eine Nachhaltigkeit einer solchen Kultur- und Kunstszene meist nur bei freiwilliger Tätigkeit, ehrenamtlicher Tätigkeit gewährleistet ist. Nächste Folie bitte. Was können wir nun tun? Nächste Folie bitte. Ja, schauen wir ein wenig dahin, was sich an Anregungen für die ukrainischen Bedingungen ergibt. Ich glaube, zum einen ist ganz wichtig, dass Sie Unternehmerinnen und Unternehmer suchen, dass Sie sie finden, dass Sie sie achten und auch disziplinieren. Ja, achten, indem Sie ihnen sozusagen Möglichkeiten für ihre Tätigkeit geben, aber auch die Rahmensetzungen sozusagen deutlich machen, liebe Unternehmer, das ist hier sozusagen unser Regelwerk. Nehmen Sie dabei Landwirte besonders in den Blick. Ja, Agrarbetriebe sind auch in der traditionellen osteuropäischen Agrarstruktur Kondensationskerne der ländlichen Wirtschaft. Ja, sie sind meist jedenfalls starke Zentren der Dörfer. Und sie sind auch Verpächter, Verkäufer von Immobilien. Ja, ganz oft sind also auch wichtige Immobilien in Eigentum der Landwirtschaftsbetriebe. Und dadurch, dass Landwirtschaftsbetriebe immer auf dem Land wirtschaften, sind sie eigentlich auch ihr wichtigster und verlässlichster Partner. Nächste Folie bitte. Wenn Sie können, siedeln Sie Unternehmen gezielt an. Nächste Folie bitte. Wenn Sie können, siedeln Sie Unternehmen gezielt an. Gehen Sie dabei möglichst von den komparativen Vorteilen Ihrer Region aus. Haben Sie also viel Fläche? Haben Sie Wasser? Haben Sie günstigen Bauraum? Haben Sie günstige Dienstleistungspreise? Dann schauen Sie, welche Gewerbe diese Vorteile am besten nutzen können. Versuchen Sie, in den Gemeinden die notwendige Infrastruktur zu schaffen. Denken Sie dabei möglichst in Produktionsketten. Also überlegen Sie sich, wer
braucht welche Voraussetzungen für welche Produktion, damit er rentabel arbeiten kann und seine Produkte dann auch wieder verkaufen kann. Also denken Sie an Logistik. Das ist das Geheimnis sozusagen. Das ist das Geheimnis sozusagen auch einer zielgerichteten Ansiedlung von Gewerben. Nächste Folie bitte. Was konkret gehen könnte, sind wahrscheinlich am ehesten Energieprojekte, da die Preise für Energien eben nach wie vor hoch sind und für viele Gewerbe eine Autarkie der ländlichen Energieversorgung eben interessant bis wichtig ist. Auch der Handwerks- und Dienstleistungsbereich ist sicher unter ukrainischen Bedingungen deutlich ausbaubar. Ich bin also auch in vielen Dörfern in der Ukraine und in Russland unterwegs gewesen. Das sind also Dinge, die mit wenig Aufwand gut anzusiedeln sind. Der Maschinenhandel und der Maschinenbau, das sind aktuell sehr attraktive Bereiche, da dort auch eine hohe Nachfrage am Markt zu beobachten ist. Allerdings braucht man hier eine erhebliche Menge an Investitionskapital. Hier muss man schauen, ob man private Investoren mit ins Boot nehmen kann, um diese Gewerbe im ländlichen Raum ansiedeln zu können. Kunst, Kultur, Direktvermarktung funktionieren am ehesten im städtischen Umfeld, also dort, wo sie die Nähe zu großen städtischen Zentren haben, erfordern aber viel Werbung, meine Damen und Herren. Das soll man wirklich nicht unterschätzen. Der Landtourismus ist unter den derzeitigen Bedingungen in vielen Regionen der Ukraine sicherlich noch sehr risikoreich. Man wird also da erstmal am Umfeld arbeiten müssen, sozusagen bis dann entsprechende Möglichkeiten gegeben sind. Insofern also eine klare Reihung der Möglichkeiten von Energieprojekten bis zur Gastronomie. Nächste Folie bitte. Nächste Folie bitte. Genau, das ist der Abschluss. Wir leisten uns einen kurzen Ausblick, wenn Sie heute aus meinem Vortrag mitgenommen haben, dass sich das Einkommen der Landbevölkerung in allen Bereichen aus sehr verschiedenen Quellen zusammensetzt, dann ist schon viel geschafft. Ja, es gibt also viele andere Wirtschaftsbereiche, nicht landwirtschaftliche Wirtschaftsbereiche, die hier einen Beitrag dazu leisten. In Deutschland hat dieser nicht landwirtschaftliche Einkommensbereich eine große Tradition und auch eine große Verbreitung. Das Profil reicht von Landgastronomie und Hotellerie über Energieprojekte, Direktvermarktung bis hin zu Maschinenbau, Gerätebau und Technikhandel. Und unter den Bedingungen der Ukraine ist tatsächlich genau zu schauen, für welche Gewerke schon gute Voraussetzungen bestehen. Am ehesten glaube ich, dass Energieprojekte, Handwerk und auch Maschinenhandel in Frage kommen. Die gezielte Planung und die Ausweisung von Gewerbegebieten ist auch hier eine Erfolg, Akzeptanz und Nachhaltigkeit versprechende Option. Das sollte man also insbesondere in den stadtnahen Gebieten ins Auge fassen, um die ländlichen Gebiete besser auch mit Steuereinnahmen zu versehen. Damit, meine Damen und Herren, bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Nächste Folie bitte. Bedanke mich also für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allzeit gute Fahrt durch die ländlichen Räume Ihrer Heimat. Alles Gute, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Tannenberger, dafür, dass Sie sich aussichtsreiche und interessante Bereiche dargestellt haben, der nicht landwirtschaftlichen Tätigkeit. Vielleicht hat jemand Anmerkungen oder Fragen im Zusammenhang mit der Präsentation. Herr Roman, vielen Dank, Herr Tannenberg. Das war sehr interessant in der Tat und nutzbringend, insbesondere wenn es um die Kombination von ländlichen und städtischen Gebieten geht. Das ist ein wichtiges Prinzip der ländlichen Entwicklung, der Agrarpolitik. Das ist ein sehr gutes Thema, auch für die weiteren Gespräche.